In diesem Video erzählen wir euch von einer faszinierenden geografischen Eigenheit. Genau. Welche? Wenn ihr nämlich nach Dubrovnik wollt, müsst ihr Kroatien verlassen. Mehr oder weniger. Also man kann es auch anders machen, aber prinzipiell müsst ihr Kroatien verlassen. Wenn ihr die Küstenstraße nicht verlassen wollt, müsst ihr Kroatien verlassen. Genau. Genau. Und zwar durch Bosnien-Herzegowina durchfahren für einige Kilometer durch eine Stadt namens Neum, die wir euch heute ein bisschen genauer zeigen werden. Stadt, Land, ich. Fluss, Städtchen. Ansammlung von Menschen. Genau. Für Motorradfahrer ist es schon relativ relevant. Ja. Müsst ihr euren Reisepass einpacken? Naja. Wir haben es nicht gewusst, könnt ihr drüber lachen. Oder sehen auch, wir ja nicht. Ist ja hinter der Kamera. Geografische Eigenschaft, keine Sorge, nichts mit Wind, Erosion und hoch und runter und Obduktion und was weiß ich da, abtauchende Platte. Alles gut. Viel Spaß beim Schauen. Viel Spaß. Guten Morgen aus. Guten Morgen aus Neum. Gut, mein Schatz. Heute ist Sonntag, heute ist ganz tolles Wetter, wie ihr seht. Und heute schauen wir uns mal an, ob die bosnische Meerseite cooler ist oder die kroatische. Das ist immer super, wenn man überlegen muss, was ja Wochentag ist. Heute ist Sonntag. Happy Sonntag euch allen. Ciao. Spoiler, das ist das Wetter. Was ist denn Neum? Neum ist der klitzekleine Meerzugang von Bosnien an die Adriaküste quasi. Und was haben wir heute vor? Heute wollen wir ein bisschen das Umland erkunden, mit den Mopeds rumfahren und uns da mal ein bisschen die Gegend anschauen. Wir haben die vermutlich einzige Offroad-Strecke von Neum entdeckt. Ziemlich sicher sogar, ja. Und dafür war die extra cool. Wie viele Punkte würdest du ihr geben? 10. 10, unbedingt 10. Easy zu fahren, tolle Aussicht, jetzt kein Hard-Enduro oder sowas. Aber macht einfach Spaß. Loser Untergrund, staubt ein bisschen. Ja, guckt es euch selber an. Also es macht einfach nur richtig, richtig Spaß. Und schaut euch bitte dieses Meer an. Wer einschläft, wenn er den Ted auf ein Hinterrad fährt, dann ist das für den hier nichts. Ja. Also das ist wirklich easy peasy. Aber deshalb ist es halt auch gerade so geil, weil man da einfach mal ein bisschen rollen kann. Und das Wetter macht halt und mit. Und wir hatten einfach bis dato in Bosnien schon genügend Abenteuer. Es hat einfach gut getan, mal relaxed zu sein, mal blauen Himmel zu haben und keine Regenwolken. Das ist es halt, ne? Blauen Himmel, kein Teletubby, einfach schöne Motorradtour. Eine Dreckspatzen. Schatz, was weißt du denn über Neum? Neum, relativ kleines Nest. 5000 Einwohner. Genau, hat ein bisschen Meerzugang, Strandpromenade. Ist so insgesamt, keine Ahnung, kommen da überhaupt Kilometer zusammen, was das Ganze an Küstenlinie hat? Das ist eine gute Frage. Und wie war's? Schneller ist besser, ne? Vielleicht nochmal eine bessere Erklärung, was Neum ist. Liegt direkt an der Adria, ist ein Badeort und ist tatsächlich der einzige Küstenort in Bosnien. Das Coole ist, es ist einer der Küstenstädte mit der größten Anzahl an sonnigen Tagen im Jahr. Aktionen! Wir sind jetzt gerade auf einer Landzunge von Bosnien-Herzegowina und sind genau bis zur Grenze, durch die wir gestern durch mussten, gefahren. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass da unten ein Weg entlang führt. Neben der Grenze. Neben der Grenze. Jedenfalls ziemlich cool. Jetzt geht's weiter. Und das Ganze liegt auf dem sogenannten Neum-Korridor, eine etwa 9 Kilometer lange Strecke auf dem bosnisch-herzegowinischen Staatsgebiet. Und die meisten Einwohner von Neum sind jedoch tatsächlich Kroaten. Das stimmt auch, weil uns von unserer Ferienwohnung, die waren auch Kroaten. Das stimmt auch, weil die einen, die wir da getroffen haben, bei denen war das auch so. Und deswegen ist das auch bei allen so. So, und jetzt musst du mal kommentieren, was hier jetzt passiert ist und ob die Offroad-Strecke wirklich noch so leicht ist. Ja, doch, das passt schon. Also der Untergrund wird ein bisschen rauer, aber dafür hat man natürlich sein 21 Zoll Vorderrad, das passt schon. Also ich fand es ab da schon ganz schön anspruchsvoll und wir sind einfach so weit gefahren, wie wir konnten und hier war dann Schluss. Ich habe einfach keine Lust gehabt, den Kopf groß wegzunehmen mit der Drohne. Nee, verstehe ich. Das wäre auch viel zu viel Arbeit, den Kopf kurz zu denken. Weißt du, was das ein Kalorienverbrauch? Absolut. Wenn du den Kopf bewegen musst. Thank you.
Was ist das hier? Das ist eine Sackgasse. Also man fährt auf so eine... Was denn? Okay. Das war wirklich eine Sackgasse. Ja. Also das ist so eine Land... Hier sieht man es. Das ist so eine Landzunge. Das, was ihr hier seht, ist übrigens die Brücke, die auf die kroatische Insel XXX, wir blenden es euch ein, wie sie heißt, führt. Und diese Brücke wäre, Schatz, der Weg, um nicht über Bosnien fahren zu müssen. Das hatten wir in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen schon gespoilert. Man kann auch durchfahren Richtung Dubrovnik, ohne durch Bosnien durchzumüssen. Die haben halt einfach mal eine mega geile Brücke dahingestellt, fahren dann quasi außenrum übers Meer, über eine kroatische Insel und fahren dann untenrum wieder rein ins zweite Teil von Kroatien. Wer von euch hat es schon mal gemacht? Schreibt es bitte in die Kommentare. Wann macht Neum für dich Sinn? Wenn man schon, wie wir, ein paar Tage unterwegs war, auch einfach mal eine coole Bleibe haben will, ein bisschen chillen will und ja, einfach als Ausgangsbasis, um zum Beispiel mal nach Dubrovnik zu hüpfen, ohne in Dubrovnik zu sein, einfach mal so, um runterzukommen, weil man kann ja auf so einer Motorradreise nicht jeden Tag ständig immer fahren. Ja, es geht schon, aber da ist Neum halt mal cool, so zwei Tage, drei Tage am gleichen Ort, ein bisschen alles waschen, alles laden. Und es ist deutlich günstiger als in Kroatien und nach Dubrovnik fährt man nur eine Stunde und deshalb ist es einfach nur ideal. Wir sind hier an einem ziemlich coolen Ort. Wir zeigen euch gleich auf der Karte, wo genau das ist. Und wir sind ziemlich sicher, hier kommt niemand mehr her. Maximal irgendwelche Motorradfahrer. Würdest du nochmal nach Neum fahren? Ja. Warum? Ja. Weil es ein schöner Punkt ist, um anzuschlagen und dann die Himmelsrichtung zu ändern. Ja. Ich würde sogar in die gleiche Unterkunft fahren. Absolut. Es sei denn, die ist ausgebucht, weil ihr ganzen Schlingel dahin fahrt. Bitte fahrt hin. Bitte fahrt hin. Die haben es verdient. Villa Luce, wir blenden es euch ein. Ja. Weißt du zufällig, warum Neum zu Bosnien gehört? Weil die alle Mitleid hatten und gesagt haben, Mensch, die Bosniaken, die brauchen auch ein bisschen mehr Zugang. Die Wahrheit ist, es war wohl irgendein Tauschhandel mit Montenegro im Jahr 1947. Klingt auch interessant, aber ich glaube, meins ist das Deins Richtige. Deins ist absolut. Ich glaube, die haben das einfach wie Mitleid gemacht. Als nächstes erzählst du mir noch, dass Manhattan irgendwie für eine Schale Murmeln verkauft wurde. Also sagen wir es mal so, weil ich ja ständig vom Shoppen spreche. Wer schlechte Laune bekommt, weil er auf dem Weg am Strand nicht an zwei Gucci und Louis Vuitton Stores vorbeikommt, für den ist Neum nichts. Übrigens, was cool ist in Neum, man kann in der Adria schwimmen und wir haben es sogar ausprobiert. Ja. Es war Ende Mai und es war ganz hervorragend. Hm, war schön. Gibt aber übrigens keine Sandstrände, aber das ist ja eh am Mittelmeer scheinbar nicht üblich. Es gibt keine wirklichen Sehenswürdigkeiten und es hat nach... Außer natürlich, wir sind da. Schatz. Und ihr natürlich auch, ne? Also man muss da schon hinfahren, damit dann da Sehenswürdigkeiten sind. Du meinst aber mit Sehenswürdigkeiten Heidi und Basandi, oder? Man muss eine Sehenswürdigkeit mitbringen. Exakt, okay. Ja. Genau, es tat auf jeden Fall einfach mal gut, mal kein wirkliches Programm zu haben, mal einfach nur die Promenade entlang zu flanieren. Jetzt wird's philosophisch. Neum ist quasi wie ein schöner Bilderrahmen, aber ihr müsst das Bild selber reinmachen. Krass, oder? Ja. Wer hat dir das gesagt? Ja, mein Prof wäre stolz auf mich. Und wer hat dir das gesagt? Habe ich mir gerade selber ausgedacht. Ey! Ja, total cool. Warte, ich schau mal, ob du heiser bist. Manchmal habe ich auch meine hellen Momente. An was erinnerst du dich denn bei unserem Strandpromenadenspaziergang? Relativ wenig los, schöne Restaurants, jetzt nichts Fancyes, aber sehr bodenständig, sehr freundlich und uns auch direkt wieder ein Bier angeboten, das fand ich auch wieder cool. Ein deutsches? Deutsches. Guten Appetit. So, also wir sind jetzt hier in Neum und uns wurde gerade wärmstens ein deutsches, frisch gezapftes Warstein empfohlen. Es gibt kein lokales Bier. Und das schmeckt wirklich sehr gut. Cheers. Cheers. Tschüss, mein Schatz. Also wer die deutsche Version von Who the Fuck is Alice nicht mehr hören kann, der kann es ja mal mit der bosnischen probieren.
Ich glaube, der Liedtext geht noch nicht so flüssig über die Lippen. Dann erinnere ich mich an die freilaufenden Hunde, die aber sehr zutraulich waren. Auch an dieses eine Auto, was immer noch sein deutsches Kennzeichen dran hatte, aber mit TÜV schon irgendwie vor sieben Jahren abgelaufen. Das war echt cool. Also wir blenden mal das Nummernschild ein, wenn das noch irgendwer kennt. Ja, das Auto fährt jetzt in Neum rum. Also unser Strandpromenadenspaziergang war nicht sonderlich lang. Deshalb, wie gesagt, erwartet nicht viel. Wenn ihr einfach nur runterkommen wollt, ist das eine Empfehlung. Und genau, in diesem Sinne ahnt ihr wahrscheinlich jetzt schon durch 1000 versteckte Hinweise. Oder auch weniger versteckte Hinweise. Wo es in der nächsten Episode hingeht. Mal überlegen, wir kommen von Norden und im Süden ist Dubrovnik. Wo fahren wir dann hin? In diesem Sinne wünschen wir euch entweder frohe Weihnachten oder ein gutes neues Jahr oder beides. Genau, beides nacheinander. Wir schicken euch ganz viele Trüggis aus der Ferne. Wir werden uns auf jeden Fall häufiger sehen. Wir haben uns ja sogar gesehen auf einer... Genau. Liebe Grüße an Börje. Liebe Grüße an Börje, super Typ. Es war mega, dich zu sehen. Ich freue mich auf die erste Ausfahrt. Schönen Abend euch. Genau. Wir freuen uns, wenn wir dann wieder häufiger bei euch sind. Bleibt einfach gesund. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Servus, ihr kennt das Spiel schon. Wir haben glücklicherweise diesmal ein paar Aufkleber bekommen. Und die wollen jetzt ans Motorrad. Jetzt machen wir hier mal Bosnien. Ah, ein bisschen über den Hockenheimring. Ist okay. Ihr seht, wir haben die Location verändert. Wir sind, wir sind umgezogen. Genau, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Also nicht uns, sondern das Haus. Und deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert. Aber trotzdem, vielen Dank, dass ihr jetzt ja anscheinend reinkommt. Genau. Und viel Spaß beim Video. Genau, und jetzt ziehen wir auch erstmal nicht mehr um. Macht's gut. Ciao. Ciao. Gut? Gut. Läuft's? Läuft's? Eine gute Frage. Tatsache, läuft. Ich musste kurz gucken, ob's läuft. Läuft übrigens.